herzlich willkommen zu einem neuen FPÖ-TV-Magazin. Kaum im Amt hat der neue Bundeskanzler Kern bereits massiv an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Grund dafür sind seine Tricksereien mit den Asylwerberzahlen. Die FPÖ hat sie am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde im Parlament zum Thema gemacht. Außerdem berichten wir heute in der Sendung über das historische Gipfeltreffen zwischen FPÖ-Obmann H.C. Strache und der AfD-Vorsitzenden Frauke Petry auf der Zugspitze und über die Kür der erst 24-jährigen Marlene Swatzek zur neuen FPÖ-Landesobfrau in Salzburg. Kaum ein Monat im Amt, schon hat der neue Bundeskanzler Christian Kern die Österreicher kräftig hinters Licht geführt. Mittels kreativer Zählmethode hat er versucht, das Asylchaos schönzureden. Die FPÖ hat daher in der heutigen Sitzung des Nationalrats eine Aktuelle Stunde beantragt, wo Christian Kern Rede und Antwort stehen muss. Im Jahr 2016 wurden nach offiziellen Angaben bereits mehr als 22.000 Asylanträge gestellt. Besonders prekär, die Bundesregierung unter Kanzler Kern zählt nur die Hälfte dieser Anträge. Mit dubiosen Rechenmethoden biegen sie sich die Zahlen einfach zurecht, um nicht den Asylrichtwert von 37.500 innerhalb eines Jahres erreichen zu müssen. Und ich sage, wenn man da in der Vergangenheit von Obergrenzen und Richtwerten gesprochen hat, dann ist spätestens dadurch wieder einmal sichtbar geworden, dass das offenbar ein reiner Marketing-Gag auch der Regierung gewesen ist. Und man sich leider darauf einstellen muss, dass man es nicht ernst meint mit solchen Obergrenzen oder Richtwerten und man sich darauf einstellen muss, dass sie offenbar vorhaben, das wieder aufzubrechen mit Tricksereien und am Ende wir dann im Laufe dieses Jahres wieder damit rechnen müssen, dass wir weit mehr als diese festgelegte Zahl der Obergrenze erleben werden. Das unter Werner Faymann herbeigeführte Asylchaos wurde bereits im Vorjahr durch seinen Nachfolger tatkräftig unterstützt. Ich weiß schon, Sie haben damals auch als ÖBB-Chef letztlich im Zuge der Entwicklung von Ungarn Richtung Österreich, wo auch gesetzeswidrig man jeden hereingelassen hat, auch mit der ÖBB die Transfers Richtung der deutschen Grenze vorgenommen. Das war auch nicht unbedingt der Weg, wie wir ihn uns vorgestellt hätten, weil man letztlich damit auch nicht wirklich einen guten Dienst gemacht hat an der Gesellschaft. Das gehört schon einmal gesagt und wir das auch kritisiert haben, dass sich da der Staat als staatliche Schlepperorganisation betätigt hat. Kern, der die Interessen von illegalen Einwanderern über die Interessen der eigenen Bevölkerung stellt, betont in seiner heutigen Rede, dass er gar nicht vorhat, Asylwerber wieder in ihre Heimatländer rückzuführen. Hier reden wir über die Notwendigkeit der sozialen Sicherheit, hier reden wir über Bildung, hier reden wir über Perspektiven für Menschen, die in unserem Land angekommen sind und hier wahrscheinlich auch dauerhaft bleiben werden. Aber am Ende des Tages ist die entscheidende Herausforderung, wie gehen wir mit den Menschen um, die da sind. Die können sie nämlich nicht wegzaubern. Das ist eine globale Entwicklung. Die 22.000 Asylanträge sind wohl erst der Anfang. Wenn nun endgültig die Temperaturen wieder steigen, wird sich auch das Problem mit der Völkerwanderung in Richtung Österreich weiter verschärfen. Also das Asylchaos, das ja durch Faymann in Gang gesetzt wurde, wird jetzt durch Kern prolongiert. Und wir können davon ausgehen, nachdem ja jetzt bereits Millionen von Menschen aufs Übersetzen von Nordafrika in Richtung Europa warten, dass mit den Sommermonaten hier die Asylzahlen unter Anführungsstrich, also ich sage eher die Zuwanderungszahlen unter dem Deckmantel des Asyl in die Höhe schnellen werden. Kern dürfte wohl unbeirrt die Willkommensunkultur seines Vorgängers Faymann fortsetzen. Wir melden uns heute von einem Gipfeltreffen der ganz besonderen Art, nämlich von einer Seehöhe von 2.964 Metern. Unser Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache und die Parteivorsitzende der AfD, Frauke Petry, luden zu einem besonders schönen Pressetermin.
Ja, es war ein sehr erfolgreiches Treffen und ich muss sagen, es war ja wunderschön auf der Zugspitze bei diesem herrlichen Kaiserwetter. Wenn Engel reisen, heißt es ja bekanntlich. Und ja, ich muss sagen, die Frau Frauke Petri, die Vorsitzende der Alternative für Deutschland, ist eine wirklich exzellente Frau, eine unglaublich tolle Persönlichkeit. Und ja, wir wünschen uns, dass wir diese Zusammenarbeit weiter vertiefen. Wir arbeiten ja schon im Rahmen der Europafraktion zusammen und es ist wichtig, das weiter auch in Europa auszubauen. Nun, wir haben uns auf der Zugspitze getroffen, um gemeinsam zu zeigen, dass wir nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes Gipfel erklimmen wollen, sondern auch politisch gemeinsam zu neuen Höhen aufsteigen wollen. Wir sind die Parteien, die Bewegung nach Europa gebracht haben und das wollen wir gemeinsam fortsetzen in der Arbeit nach draußen, in Brüssel, in Straßburg und eben auch in Deutschland und in Österreich. Die Salzburger Freiheitlichen haben ein relativ turbulentes Jahr hinter sich. Vor etwa einem Jahr hat Andreas Schöppel das Ruder in die Hand genommen, aber gleich betont, dass er dies nur für etwa ein Jahr tun möchte, um das Team neu aufzustellen, zu revitalisieren und für ein junges Team vorzubereiten. Nun ist dieser Tag gekommen. Und ja, ich weiß, ich bin jung. Und ich weiß auch, unser ganzes Team, das ist ein junges. Und ich weiß aber vor allem, dass die, die nicht mehr ganz so jung sind, uns mit Sicherheit nicht im Stich lassen werden. Genau von dieser Mischung leben wir, auf dieser Mischung, da begründet sich unser Erfolg. Die Mischung aus diesem jungen Feuer, aus diesem Vorpreschen, aus dieser Dynamik, aber auch die Mischung aus diesem Bodenständigen, aus der Erfahrung der Älteren. Die Mischung aus Arbeitnehmern, die Mischung aus Unternehmern, Akademikern, all das, das lässt uns ja schlussendlich in der Mitte der Gesellschaft ankommen und das lässt uns schlussendlich so stark werden. Ich freue mich wahnsinnig über die heute neue gewählte Landesobfrau Marlene Swatzek, die mit über 95% ein unglaublich tolles Ergebnis und Vertrauen ausgesprochen bekommen hat. Da ist eine neue Generation heute gewählt worden. Liebe Marlene, nimmst du das Ergebnis eh an? Ja, vielen Dank für dieses Ergebnis. Ich habe mit viel gerechnet, aber mit so viel Vertrauen dann doch nicht. Vielen, vielen Dank und ich nehme die Wahl sehr, sehr gerne an. Danke. Die Freiheitliche Partei in Salzburg ist wieder ein Teil der Bundespartei. Wir haben die Verantwortung jungen, dynamischen Menschen übergeben und die Zukunft des Landes Salzburg liegt die Handschrift der Freiheitlichen an. Ja, da hast du Großartiges geleistet und du hast dich auf alle Fälle in die Geschichtsbücher der Freiheitlichen Landesgruppe Salzburg hineingearbeitet. Das kann ich dir versichern. Ich wünsche mir euer Vertrauen für diesen freiheitlichen Weg, den wir in Zukunft wieder stärker denn je gehen werden. Und dann ist eines sicher, der Landeshauptmann Wilfried Hasler, der kann sich 2018 warm anziehen. Und der kann sich vor uns, den jungen Wilden, gemeinsam mit jahrzehntelanger Erfahrung in Acht nehmen. Glück auf und vielen Dank. Das war's für heute. Nächsten Donnerstag gibt es das nächste FPÖ-TV-Magazin. Auf Wiedersehen.